Was zur Hölle? Oh, die Waffe kennt ihr aus dem ersten Teil noch. Die hatten wir in der Basis vom Römer. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Aber mein Gesundheitszustand, der behagt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Also das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Nicht seitlich ausweichen, oder? Ich muss, glaube ich, einfach dann... Ich probiere es mal so. Aber wann erscheinen die denn? Gut, so geht das doch eigentlich. Das hatte ich ja gerade auch vorgehabt. Aber irgendwie hat das nicht hingehauen. Willst du mich verarschen? Die kommen an der Laterne vorbei? Was? Ach man. Da muss ich die Autos zerstören, glaube ich nicht. Vielleicht muss ich wirklich zurückrennen und wieder hinter die Laterne einfach. Ich glaube, dass die... Dass das Spiel irgendwie nicht gerafft mit der vorderen Laterne, dass ich die hintere nehmen muss. Die Waffe kann ich aber trotzdem wechseln, weil die bringt mir ja nicht wirklich viel im Leeren. Zustand. Ah, ich weiß. Geil. Alter. Was ist mit dem Typ? Ja, da ist ein Granatwerfer-Typ auf dem Dach. Ich geh einfach hier lang. Das müsste auch gehen. Okay, es ist einfach, geht's einfach nicht weiter. Ah ja, gut. So, seht ihr das mal im Einsatz, das schöne Gewehr? Ach, der ist ja da oben, der sieht mich auch nicht. Wow, bin auf jeden Fall schon weggeflogen. Diese Schussfolge so geil, ne? Beziehungsweise die Schussfrequenz. Ich hab Schiss, da ich den nicht rechtzeitig sehe. Also gerne, wenn es auf Polizist gewesen wäre und die Mission mir gescheitert hat. Ich hätte geweint. Boah. Ja, es ist leicht ätzend. Nicht, dass ich gestorben bin, das kommt vor, aber... Das ist auch wieder so Trial and Error mäßig. Der Putz ist einfach da steht. Er steht einfach da und es ist einfach so, wie es ist.
Ich möchte bitte. Danke. Ey, стреляй в неё! Okay. Also die Polizei hat aufgegeben. Okay, jetzt ist gerade wieder so eine Phase, wo es halt nicht so wirklich läuft irgendwie, weiß nicht. Ey, стреляй в неё! So, wir warten jetzt. Das war ein Schritt zu viel jetzt. Ah, das ist halt vom Spiel eigentlich auch fair gelöst. Was Ding ist hier, man hat jetzt nicht die Weitsicht, man sieht ihn einfach nicht. So, und auf der Minicard erscheint er auch nicht. Das heißt, das Spiel sagt, jetzt, sobald er auf der Minicard erscheint, kann man ihn auch sehen und umgekehrt. Aber er sieht einen selbst noch nicht, weil das wäre ein bisschen unfair, wenn er mich jetzt schon sehen würde und würde schießen und ich könnte einfach nichts machen effektiv. Weil er hat ja die Waffe mit diesem großen Radius auch. Das heißt, das Spiel sagt jetzt, okay, wenn du bis zu diesem Punkt gehst, hast du noch die Möglichkeit, ihn zu töten. Wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, dann sieht er dich und dann hast du halt einfach gelitten. Dann kannst du halt nicht viel machen. Außer, er hat keine schusssichere Weste. Das wäre noch eine Variante. Dann könnte man ja mit R1 auf den schießen, während man ausweicht. Wobei natürlich dann die Trefferquote auch nicht überragend ist. Ja, man muss das so machen im Endeffekt. Klar, ich könnte es einfach geradeaus rennen, warten bis er spawnt, wieder zurückrennen. Dann weiß ich ja ungefähr, wo er ist, aber ich muss auch mit dem Auto aufpassen. Wenn er auf das Auto schießt, dann habe ich auch ein Problem. So. Jetzt wäre es gleich in grün. Ich bin zu weit gelaufen. Ja. Bei den heutigen Spielen ist klar, dann würde man den. Gut, der wird sich auch bewegen, schätze ich. Der würde nicht so stationär jetzt da rumstehen, in der Weltgeschichte rumgucken. Der wird sich ja irgendwie bewegen. Oder in Deckung gehen, oder was weiß ich. Oder hinlegen. Da hätte man halt, zum Beispiel jetzt bei den Ghost Recon Teil, nur als Beispiel, da hätte man ja wirklich. Können wir den ja aus einem Kilometer gefühlt sehen. Aber damals ging das halt noch nicht von der technischen Seite. Und das Spiel, was es ja immer noch mit am besten gelöst hat, mit dieser nicht vorhandenen Weitsicht, das war ja... War ja zweifelsohne... Silent Hill. Schießt er hin? Da ist der Gigorov da vorne. Ja, das mit den Autos ist halt so eine Geschichte. Wenn die, wie gesagt, wenn die explodieren. Gut, da vorne ist jetzt kein Dach mehr. Die können höchstens von vorne kommen, aus diesem Grund. Weil ich einfach nicht diese Schussfrequenz habe mit dem Scharfschützengewehr, logischerweise. Ich kann mich hieran nicht erinnern, ne? Also könnte zum einen dafür sprechen, dass das Spiel mich jetzt nicht so geprägt hat wie der erste Teil. Das ist ja so. Und da ich das auch damals einfach durch... Scheiße! Gleich durchgesuchtet habe. Und auch, dass ich mich einfach nicht so schwer getan habe, dass ich da auch ganz gut durchkam im Vergleich. Also ich gehe von aus, dass das Auto gleich explodieren würde, wenn es schon anfängt zu rauchen. Ich meine, ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, wie ich ihn am Ende dann
ausgeschaltet habe. Ich glaube, das habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überfahren werde, ja. Okay, das ist natürlich jetzt mies. Oh. Juri, ich bin's, Lian. Warum rennst du weg? Mara. Nein, lass sie gehen. Straßen ohne Namen. Okay. Ach komm, nehm ich mal. Weil ich jetzt eine ziemlich lange Aufnahmesession mache, mache ich jetzt noch einen zusätzlichen Platz und nenne diesen Platz einfach mal B. So. Weil ich halt vorsichtig bin mit Aufnahmen etc. Hab zwar seit Ewigkeiten, seit ich nur einen Computer habe, glaube ich, ein einziges Mal ein Problem gehabt damit. Aber seitdem läuft alles reibungslos. Ich konnte nicht an ihn rankommen. Die Amerikanerin war auch in der Disco, aber ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Nein, Logan ist nicht hier. Ich weiß nicht, wie er entkommen konnte. Okay, zurück zum Hauptquartier. Die Pläne haben sich geändert. Gut, 0.30 Uhr, also eine Viertelstunde, das ist nur gedauert, Volkov Park. Grigorov hat die Straßen verlassen und ist jetzt im Volkov Park. Er hofft, dass sie ihn in der Dunkelheit und im Nebel verlieren, aber sie bleiben dran. Wenn er entkommt, gibt es keine Chance mehr, ein Gegenmittel für den Seifenfilter zu bekommen. Gut. Was ist denn jetzt los? Davon war nicht die Rede. Alter. Okay. Okay, das ist riskant, weil es sehr nah ist. Das war knapp. Ja gut, ich habe doch auch hier ein paar... Genau, die habe ich immer noch nicht gezeigt, die Waffe. Das kann ich so mal machen. Ja. Läuft doch. Lass mich in Ruhe jetzt, du Depp. Alter, wie asozial war das denn jetzt? Ich bin nur extra ausgewichen. Oh oh. Das machen die anscheinend bewusst mit den Autos. Ja. Wobei ich weiß gar nicht, ob das damals so selbstverständlich war, dass die Objekte hier zum Explodieren gebracht werden konnten. Ich weiß noch, dass damals Red Faction 2, also für die PlayStation 2, ich weiß nicht, ob es bei Red Faction 1 auch schon so war, bei 2 war es auf jeden Fall so, das hat damals, ja, ich will jetzt nicht sagen Maßstäbe gesetzt, aber es war dafür bekannt, dass man die Umgebung in Mitleidenschaft bzw. zerstören konnte. Das war damals echt was Neues. Es kann natürlich sein, dass das hier ist wie im ersten Teil, dass man jetzt hier mit dem Scharfschützengewehr rumlaufen muss, weil es ja Nachtsicht hat. Oder ich nutze einfach die Bäume aus, das geht natürlich auch. Da ist ja Grigorov. Ich meine, er hat mich nicht im Visier. Jetzt hat er mich im Visier! Boah, der Typ, der regt mich auf, ne? Und euch sicherlich auch. Boah, ist das eine Kacke! Weil ich kann nichts gegen ihn machen, das ist das Problem. Gut, wenn ich eine Tränengasgranate hätte. Alter. Hätte dann vielleicht, aber. Habe ich ja verschwendet. Kann man ja so sagen.
Ach, jetzt mit dem Feuer ist natürlich ein bisschen kacke. Ich weiß, was für ihn auch kacke ist, aber für mich ist es kacke. Ja komm, geh deine ursprüngliche und deine ursprüngliche Position zurück, dann kann ich nämlich. Okay. Tja, Gigor, was machen wir jetzt mit dir? Gibt's hier irgendeinen Tipp vielleicht? Tipps und Tricks? Okay, das Areal ist groß. Verfolgen Sie Gorf, danke. Töten Sie Gorf und verlieren Sie Gorf nicht. Ja, okay. Also. Tja. Leute. Wow, ich wollte eigentlich schon die Waffe wechseln. Jetzt geht es mir los. Ich muss aufpassen, der sieht mich halt ziemlich schnell. Beziehungsweise ziemlich schnell sehen, dass Geld das Problem ist, dass er ziemlich schnell mich tötet. Als ob, ey! Boah! Was ist das für eine Kacke?